Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die erste Nacht und der erste Abend von Call of Duty Black Ops Cold War Alpha. Absolut lang ist vorbei und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie angefangen zu zocken, hat die ersten eigenen Erfahrungen endlich gemacht. Riesenüberraschung überhaupt, dass wir die Alpha so früh bekommen und dass es überhaupt eine Alpha gibt. Da wurde nichts geleakt vorher. Es gab keine Gerüchte darüber, kein gar nichts. Und wir haben ja alle, glaube ich, mit der Beta in 3, 4 Wochen gerechnet. Dass wir die Alpha jetzt schon bekommen haben, absolut cool. Man kann endlich einen eigenen Eindruck von dem Ganzen gewinnen. Man lernt so ein bisschen die Maps, damit man in der Beta vielleicht noch ein bisschen besser spielen kann, damit man noch mehr Sachen probieren kann. Für die Entwickler ist die Alpha natürlich hilfreich. Die Community findet immer mal irgendwo Probleme, Bugs, irgendwas, was man dann schon mal ausmerzen kann. Also von der Alpha profitieren eigentlich alle. Und passend zu meinem Eindruck von der Alpha und allem, was dazugehört, möchte ich euch ganz gerne zwei Clips zeigen. Der erste Clip ist aus den ersten 10 Spielen, die ich im Black Ops gestern hatte. Und ich möchte soweit schon mal zusammenfassen, ohne das Video jetzt irgendwie zu spoilern. Die ersten 10 Runden waren die wirklich mit Abstand geilsten Runden, die ich seit Jahren in einem neuen COD am Anfang hatte. Ich habe richtig Spaß gehabt und ihr seht auch, was für Gegner ich teilweise hatte. Der zweite Clip ist von einer Runde nach diesen 10 Runden. Und dann seht ihr auch vielleicht den Unterschied, was ich nach diesen 10 Runden tun musste, um in diesem Game Kill zu bekommen und nicht negativ zu gehen. Der Unterschied ist wirklich brachial und das werdet ihr euch jetzt einmal ganz kurz angucken können. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna. Also absolut krass, Leute. Das Feeling in den ersten Runden war unglaublich. Es war absolut da. Ich habe mich gleich gefühlt, als wenn ich die Mechaniken kennen würde, was ja natürlich Quatsch ist, aber als wenn ich das schon mal gespielt hätte. Es ist ein Treyarch-COD. Das Sliden macht absolut Spaß, weil man wirklich relativ schnell sliden kann. Man kann es abbrechen. Slide-Cancel kennt ihr alle. Solche Mechaniken, die jetzt vielleicht nicht jeder Spieler beherrscht oder nutzt, sind ein Grund, warum ich Treyarch COD so mag, weil es eben einen Unterschied macht. Es fördert eine Skill-Gap. Die, die gut sind, nutzen die Mechaniken. Die, die nicht so gut sind, bleiben eher stationär stehen oder. Und da habe ich wirklich das richtige Gefühl gehabt und gedacht, geil, ich habe Bock, ich habe Spaß, das gefällt mir. Die Cooldown-Time von den Streaks finde ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, auch jetzt, wo ich selbst probiert habe. Ich habe öfter mal einen Moment gehabt, wo ich ganz gerne meine Drohne gehabt hätte und ich hatte genug Punkte, aber die Cooldown-Time war noch nicht erreicht. Das ist aber die ersten Runden das einzige gewesen, was mich persönlich wirklich so ein bisschen gestört hat. Aber es war mitnichten zu vergleichen mit meinem Gefühl bei Modern Warfare, als da die Beta kam. Da habe ich die ersten 3 Runden gespielt und gedacht, was ist das denn hier? Was sind das für Maps? Warum höre ich jeden? Warum sterbe ich? Also der Unterschied ist brachial. Dann aber, Leute, kam wirklich eine Stunde ungefähr. Es waren 8 oder 9 oder 10 Runden, die wir gespielt haben. Und ich hatte zu zweit gespielt mit Luki, später mit Pascal, mit Kumpels von mir. Die Lobbys haben Spaß gemacht, wir haben rasiert, wir haben zerstört. Es waren ein paar Spieler dabei, die jetzt nicht so schlecht waren, aber das waren ganz normale Lobbys. Lobbys, wie man sie, wenn man ein COD spielt, Public spielt, um Spaß zu haben. Ich spiele hier keine CDL, ich spiele hier nicht um eine halbe Million Dollar Preisgeld oder um 100 Jungfrauen oder sowas. Ich spiele hier einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben. Und die ersten Runden waren absolut heftig. Und dann, Leute, und ich schwöre es euch, hatte ich das heftigste Skill-Based Matchmaking Kicked-In-Gefühl, was ich jemals hatte. Ab der 9. oder 10. Runde ist es brachial nach unten gegangen. Die Lobbys sind wirklich nur noch voll gewesen mit 6-mal Chappy gegen 6-mal Chappy.
Und sowas ist super, wenn man irgendwie Ranked Play spielt oder wenn man CDL spielt, aber nicht in einem Multiplayer. Ich verstehe es nicht, warum es so extrem hier in der Alpha schon sein muss. Und dazu kommt einfach, dass ich etwas überrascht war, denn ihr habt die Möglichkeit, Maps und Modi zu voten, jetzt aktuell noch ein bisschen begrenzt, aber später ja dann eben mehr. Das heißt, ihr werdet auch in der gleichen Lobby bleiben hier, das haben wir ja auch schon gesehen, ihr werdet nicht rausgekickt und müsst irgendwo anders rein. Das heißt, Skill-Based Matchmaking, ich kann nicht sagen, ob es drin ist, aber das Gefühl war echt heftig. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du bei Twitter, guckst du bei Instagram, bei anderen YouTubern. Und was haben wir gesehen? Scampi twittert darüber, dass es Skill-Based Matchmaking noch heftiger ist als in Modern Warfare. Marksman twittert darüber, dass es echt unmöglich ist. Pamage ist völlig am Durchdrehen. Und alle, auch in den Kommentaren von den Videos von gestern, vorgestern bei mir, ich habe ja in den Kommentaren nochmal geguckt, was Neues dazu kam. Jeder, der gestern die Alpha gespielt hat, hat das festgestellt. Die ersten paar Runden absolut genial, wirklich coole Lobbys und danach ging es downhill, es ging nur noch nach unten, es wurde nur noch schlimm, es wurde nur noch heftiger und ich bin wirklich überrascht. Und dann müsst ihr mal auf etwas achten, weil ich erst gedacht habe, wie kann es sein, Skill-Based Matchmaking mit Lobby-Suchfunktion funktioniert doch wirklich nur, wenn ich eben nach jeder Runde auch eine neue Lobby komme und nicht in der gleichen bleibe. Leute, die in der Runde schlecht bzw. schlechter abgeschnitten haben, fliegen am Ende der Runde teilweise zu zweit, zu dritt raus. Natürlich kann es durchaus sein, dass gerade die immer die Lobby verlassen. Das wäre aber schon sehr viel Zufall, weil ich das sehr, sehr häufig gesehen habe. Bevor jetzt jemand sagt, ja, dann musst du mehr testen. Ich habe nicht gesagt, dass Skill-Based Matchmaking definitiv drin ist. Es ist nur das, was ich als Gefühl hatte. Und ich habe gestern fast 6 Stunden gespielt. Das heißt, wir haben gegen 7:30 angefangen. Ich habe dann irgendwann eine kurze Pause gemacht, eine halbe Stunde, und habe dann nochmal bis 3:30 weitergemacht. Das Gefühl war absolut da. Und ich habe es auch heute wieder probiert. Und ich bin von der ersten Sekunde an in Lobbys gewesen, in denen ich das Gefühl habe, dass alle um das Preisgeld von Activision spielen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass wir einfach jetzt eine Alpha haben, wo jeder irgendwie unbedingt, auch jeder gute Spieler vor allen Dingen mal gucken will. Viele haben ja Modern Warfare gar nicht gespielt, weil es eben einfach nicht so gut war. Aber was ich dagegen halten würde, ist, wir haben hier eine Open Alpha. Man braucht das Spiel nicht vorbestellen. Manche haben jetzt geschrieben, sie brauchten PS Plus, manche brauchen es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt stimmt, aber egal, was jetzt davon stimmt, es sind ja Millionen Spieler in der Alpha dabei. Wirklich unglaublich viele. Und der Großkern dieser Millionen Spieler sind eher schlechte Spieler oder schlechtere Spieler. Das heißt, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass es Zufall ist, dass ich nur solche schweren Lobbys habe. Das Game an sich macht mir unglaublich Spaß. Wie man sich bewegt, ist super. Die Grafik ist nicht so gut wie in Modern Warfare, das muss man sagen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das ist mir relativ egal, weil wenn das Spiel gut ist, die Mechaniken gut sind, die Streaks Spaß machen, die Waffen Spaß machen, dann kann ich damit leben. Hauptsache, das Game macht mir Spaß. In Anführungsstrichen egal, wie es aussieht. Aber wenn Skill-Based Matchmaking hier ein Thema sein wird, dann wird es das Game wieder für unglaublich viele Leute ruinieren und ich hatte einfach das starke Gefühl hier in der Alpha, dass es so ist. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine andere Erfahrung gemacht habt, ob ihr es genauso gesehen habt. Ich bin wirklich gespannt, wie da eure Erfahrungen mit waren, aber ich schwör's euch, bei mir oder bei uns war es so und bei vielen anderen, wo ich es gelesen habe, die ersten 8-9 Runden, da haben wir auch noch die Waffen ein bisschen ausprobiert, die AK-47U, die Typ 821, was eine coole Waffe ist. Ich habe eine Runde mal gesniped, das ist auch ziemlich easy, ein bisschen zu stark meiner Meinung nach. Ich habe alles so ein bisschen ausprobiert und die ersten 9-10 Runden hatte ich, glaube ich, die schlechteste Runde war eine 4er KD oder so. Also ich hatte eine TDM-Runde mit 47:2, ich war auf einer skrupellos, ich war auf einer unnachgiebig, wo leider die Runde vorbei war, weil es TDM war. Und man muss dazu sagen, wir haben ja noch längst nicht alle Streaks oder Perks. Jeder spielt eigentlich automatisch Geist aktuell, weil es da eben nur 3 Perks aus der Kategorie gibt. Also das Spiel hat meiner Meinung nach ein unglaubliches Potenzial, wovon jetzt schon sehr viel abgerufen wird. Und wenn es kein Skill-Based Matchmaking gibt und wir ein normales Matchmaking haben, was nach Verbindung geht und nicht nach Skill, dann werden wir ein tolles Jahr vor uns haben. Aber das Gefühl, was ich jetzt schon in der Alpha hatte und dass niemand von den Verantwortlichen auch nur eine Silbe darüber verliert, wenigstens zu sagen, wir hören euch oder ja oder nein, irgendwas,
bestätigt es indirekt für mich. Ich möchte nicht haten, Leute, ich habe richtig Spaß gehabt und jeder soll es selber ausprobieren, aber ich hatte das ganz, ganz starke Gefühl, dass ich nach 8, 9, 10 Runden im Prinzip wieder bestraft wurde dafür, dass ich eben gut gespielt habe, gute Stats rausgehauen habe, einfach generell ein guter Spieler bin. Und das sollte in einem COD, in einem Multiplayer, wo, den man kauft, um Spaß zu haben, um mit seinen Kumpel zu spielen, um mal auf eine Nuke zu gehen, um mal irgendwelche Schwachsinnswaffen oder Perks oder Random Classes zu probieren, das sollte nicht sein. Die Verbindung insgesamt fand ich relativ gut, es hat nicht geleckt. Die erste halbe Stunde konnten noch einige spielen, nachdem die Alpha online ging. Dann gab es so eine halbe Stunde ein Problem, dass man nirgendwo mehr joinen konnte. Das sind alles Sachen, die passieren bei einer Alpha mal. Man weiß, ich verstehe zwar immer nicht warum, weil die Entwickler wissen ja ganz genau, wie viele Spieler so eine Alpha am Anfang ausprobieren. Aber das war alles nicht schlimm. Die haben es schnell hingekriegt, sie kommunizieren, sie sprechen drüber, alles in Ordnung. Aber insgesamt, wirklich, dieses Spiel steht und fällt meiner Meinung nach mit dem Thema Skill-Based Matchmaking oder wie ist das Matchmaking generell. Ich werde natürlich heute noch spielen. Ich habe gestern, glaube ich, 3 Stunden lang komplett die Elgato laufen lassen, habe so viel Gameplay und Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und bis zur Beta sind wir gut versorgt, Leute. Ich habe super viele Themen, die mir währenddessen irgendwie aufgefallen sind, eingefallen sind. Aber schreibt in die Kommentare, was eure Erfahrungen waren. War es durchgängig gut? War es durchgängig schlecht? War es so ein bisschen Mischmasch? Lasst ein Like da, Leute. Ich würde mich riesig drüber freuen. Gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich bin raus. Haut rein.